Es sind recht wenige Ads für so einen riesen Laden. Und hier kommen zuerst meine großen Zweifel auf der Landingpage. Und da müsste man ganz klar auch darstellen, was jetzt völliger Bruch ist. Ich würde wieder zurückspringen und rausgehen. Hey AdTalk, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um ING DiBa in Deutschland und deren Ads. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du weiterhin von mir lernen kannst. Wir steigen direkt ein in die ING DiBa Ads und ich bin jetzt hier in der Ads Library von ING DiBa und die haben halt nicht viele. Ich gehe übrigens hier auf einen Wunsch von einem Fan von uns ein, der uns geschrieben hat und gesagt hat, das ist der Georg, der gesagt hat, analysier doch mal die Ads von ING DiBa und deswegen gehen wir da jetzt ja explizit drauf ein. Ich finde, es sind recht wenige Ads für so einen riesen Laden. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nur drauf guckt, sind es wirklich 11 Ads, die in Deutschland gezeigt werden. Und wir gehen mal in die erste Ad direkt rein. Überall zu Hause sein. Du kannst. Also das ist ein Beitrag, ein Post, eine Ad, die eigentlich wahrscheinlich auf ein Hashtag ausgerichtet ist, weil es geht um den Hashtag du kannst. Wahrscheinlich hat sich da für ING DiBa irgendwas ausgedacht und es wird nachlaufen. Ich habe das jetzt nicht analysiert. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Follower geben, die dann diesen Hashtag benutzen. Mach dein Ding, egal wo du kannst. ING, also Hashtag ING und Hashtag mach dein Ding. Und dann gibt es nur 3 Punkte und keine Call to Action. Die Call to Action ist als Button einplatziert. Weiter zu oder mehr dazu heißt es dann. Bei mir seht ihr jetzt aktuell auf der Oberfläche Learn More, weil ich das alles auf Englisch aktuell habe. Also nicht wundern, dass es zwar in Deutschland ist, aber mehr dazu seht ihr dann nicht bei mir. Es geht lediglich bei dieser Ad wirklich nur um den Hashtag wahrscheinlich, um den zu verbreiten. Dann die zweite Sache ist ING DiBa Deutschland mit der Visa Card. Finde ich sehr gut, ein bisschen animiert und zwar Visa Card mit Spekulatiusgeschmack, gewöhnungsbedürftig, der Preis ist jedoch unschlagbar und dann geht es direkt auf ein Call to Action, auf eine URL. Ich habe auch diese URL aufgerufen und wenn man sich das jetzt anguckt, also einfach zum Anbeißen, das sieht gut aus, das ist echt gut gemacht. Dann gehen wir weiter auf die Landingpage. Und hier kommen zuerst meine großen Zweifel auf der Landingpage. Erstens lädt die Seite ja immer nach, wahrscheinlich wegen ja, Ladezeiten, um sich da wirklich die Ladezeiten zu sparen. Ich weiß jetzt nicht diesen Begriff, wie man das nennt. Allerdings ist das oben so, ja, Girokonto eröffnen. Ich dachte, es geht ja um eine Visa-Card und nicht um ein Girokonto. Und das müsste man deutlich herausstellen. Das heißt, hier die Call to Action, ein kostenloses Girokonto, das Ihnen gefallen wird. Und da müsste man ganz klar auch darstellen, was jetzt völliger Bruch ist von dieser Ad, das zu diesem Girokonto die gratis Visa-Card dazu gehört. Und das würde das viel, viel besser machen. Und dann würde es nicht so einen großen Conversion-Bruch geben. Meiner Meinung nach ist das nicht perfekt gelöst. Ja? Also allein schon hier, weil es geht ja in der Headline direkt um Visa-Card mit Spekulatiusgeschmack. Die Ad ist gut, könnte viral gehen, wenn man sie gut macht. Aber dann, wenn man auf den Link klickt, kommt man auf ein Girokonto. Und wenn man sich dann erst einliest, sieht man auf den ersten Blick, dass es um eine Visa-Card geht, die kostenlos dabei ist in dem Girokonto. Jetzt die andere Sache ist, warum bricht das Ganze zusammen? Das ist so eine Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle. Früher hat man so gesagt, vor 10 Jahren ungefähr, hat man gesagt, du brauchst ungefähr 3 Sekunden, um zu wissen, ob du einen Absprung hast auf einer Seite, ob du einen Conversion Break hast oder nicht. Heute gibt es Studien dazu, dass man ungefähr 1,5 bis 1,7 Sekunden braucht. Und ich würde sagen, das Ganze wird sich noch schneller bewegen. Das heißt, wie du hörst, sind ganz viele Sachen in dem Bereich Ladezeit und Geschwindigkeit enorm wichtig. Das bedeutet auch in der Entscheidungsphase. Das heißt, du hast jetzt eine Millisekunde was aufgenommen in dein Unterbewusstsein.
gehst auf diese Unterseite und entdeckst einfach ein Girokonto. Das erste, was ich machen würde, ich würde wieder zurückspringen und rausgehen. Das ist völlig falsch. Also das müsste man anders gestalten. Oder, was noch besser ist, man macht wirklich nur für diese Ad, für diese Visa-Karte eine separate Landingpage. Sonst ist da so gut wie gar nichts an W-Fragen gelöst worden. Ja, warum sollte ich das machen? Wie mache ich das? Wie schnell geht das? Was passiert danach? Habe ich irgendwelche Kosten, dies und das? Also das sind so Sachen, die typisch sind, die sofort da sein sollten, also in Checkpoints. Und nicht diese Checkpoints sind, also diese Bullet Points, die jetzt ING benutzt, ING DiBa, die sind viel zu ausführlich. Das sind ja Sätze, das sind ja keine Bullet Points. Das müsste man viel einfacher gestalten. Keep it simple, also ganz wichtig, ja. Und start with why, diese ganzen Sachen, die wurden hier eher weniger befolgt, muss ich leider sagen. Schon sind mit drin, aber auf den ersten Blick ist ein Conversion Killer, weil es zu voll ist. Zu voll mit Text, zu wenig mit Erklärvideo vielleicht, mit einem Video, was die Karte mit innerhalb von 30 Sekunden erklärt, ja, dass sie dabei ist in dem Girokonto. Das könnte man ja auch darstellen, indem man sagt Girokonto plus kostenlose Visa-Card. Und das würde dann viel, viel einfacher sein. So, wir gehen weiter. Einfach so sein, wie du dich fühlst. Da gehen wir wieder auf den in der dritten Ad hier vorne. Man sieht es, dass da ein, ich weiß selber nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber ich glaube, das ist ein Mann. Ist ein Mann. Du kannst, ja, also mit einem Hashtag. Das heißt, man geht wieder viral und versucht natürlich mit diesem Hashtag du kannst einfach eine Movement, also eine Bewegung aufzubauen, damit Leute halt diesem Hashtag folgen und sich dann immer wieder diese Ads angucken. So, dann gibt es noch eine einfach mal nichts tun Ad, also auch mit diesem Hashtag. Und wenn ich jetzt mal auf diesen Hashtag mit diesem Urlaubsbild oder Poolbild von den beiden, du kannst erneut mit dem Hashtag mal draufklicken, bin ich mal gespannt, wo ich lande. Und es gibt dann halt, überrasch dich selbst, es gibt eine Landingpage zu dem Hashtag mit den Videos von Dirk Nowitzki. Sehr, sehr spannende Sache. Wahrscheinlich geht es da wirklich nur um die Following-Geschichte, um einfach Reichweite aufzubauen. Mach was Verrücktes. Also ich finde das spannend, sehr gut. Aber ich finde die Überleitung jetzt zum kostenlosen Girokonto, okay, da gibt es ein kostenloses Girokonto, da gibt es wirklich sehr, sehr spät irgendeine Call to Action. Es geht eigentlich mehr um eine Bewegung, ein Movement, eine Followerschaft aufzubauen, was ja auch richtig ist und gut ist. Man sollte aber überlegen, ob das nicht ein bisschen besser geht, ja. Ob man da vielleicht nicht ein paar Verbindungen zu den ganzen Produkten besser hinkriegt. Also ist nicht perfekt gelöst, meiner Meinung nach, aber trotzdem gut. Die Ads sind aber dafür sehr aufmerksam. Also die sind sehr auffällig und erzeugen Aufmerksamkeit. Das finde ich super. Also das ist sehr, sehr gut gemacht und kann man auf jeden Fall machen. Dann gibt es noch eine Ad hier unten und gefunden auf jodel.com. Weihnachtsmarkt ist ja so lange Glühwein trinken, bis man Sachen aus Filz kauft. Also das sind lustige Ads und alles, aber ich weiß nicht, ob die eigentlich Conversion bringen oder ob man damit wirklich nur versucht, Reichweite aufzubauen. So typisches Coca-Cola-Prinzip, einfach richtig Reichweite aufbauen mit allen möglichen Kanälen und ob dann nicht dann abgeholt wird, eher durch dieses immer wieder, ja, durch die ganzen Touchpoints. Ich glaube eher, das ist dafür ausgelegt, dass man wirklich dieses Du kannst deutlich mehr ausbaut. Ich würde an dieser Stelle würde ich der Preis eines Glühweins, Glühwein, Tassenpfand, also es ist sehr klein, der Preis unseres Girokontos, 0 Euro und dann geht es wieder auf diese Seite, wo wir gerade waren, auf das Girokonto und hier auch, das Girokonto ist perfekt, das passt jetzt zu dieser Ad, das ist was ganz anderes zu der Visa-Karte. Dann gibt es noch eine Ad mit dem Ratenkredit, ganz einfach in die Sonne, Kreditrahmen beantragen, Wunschbetrag jederzeit abrufen, überraschend teurer Urlaub, jetzt testen und 50% Zinsen zurückbekommen. Ist auch eine schöne Ad mit dem Gesicht eines Kindes, sowas zieht sehr gut, ja, weil das hat so ein bisschen Angst, also so ein bisschen Panikeffekt, sowas zieht immer sehr gut.
Da könnte man auch vielleicht was machen. Mal gucken, wo die Seite hinklickt. Ja, zum Rahmenkredit, das ist alles okay, das ist super. An der Seite würde ich auch nichts ändern, also die ist sehr einfach. Ich würde sagen, die ist zu viel mit Text überfüllt. Man könnte das mit ein paar, ja, wie heißen diese Akkordeons, mit diesen versteckten Texten arbeiten. Es wäre dann viel, viel einfacher, angenehmer für eine schnellere Conversion. So viel zu den Ads in der Library. Also sehr wenige für so einen Riesenladen, würde ich meiner Meinung nach sagen. Vielleicht funktionieren diese Bereiche nicht, kann ich aber mir nicht vorstellen, weil wir in dem Bereich recht viel machen und das Ding konvertiert enorm stark. Aber sind halt funny, zwischendurch auch einige gute. Man könnte die noch viel besser optimieren, vor allen Dingen mit der Visa-Karte, mit dem Girokonto. Ansonsten wird man wahrscheinlich eher die Du kannst-Kampagne mit dem Hashtag Du kannst also aufbauen, um einfach Fans zu gewinnen. Also, wenn dich das Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht noch ein paar Impulse da lässt. Das heißt, wie du das Ganze siehst. Ich werde auf all diese Kommentare antworten. Wenn du wissen möchtest, wie ich Ads schalte, die rasieren, dann findest du unterhalb des Videos eine gratis Online-Schulung. Hol dir auf jeden Fall diese gratis Online-Schulung, schau dir das an und lerne weiterhin von mir. Hier geht es übrigens zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt, meinen Kanal abonnierst und auf jeden Fall die Glocke aktivierst, damit du weiterhin von mir lernen kannst. In diesem Sinne, du bist nur eine Ad entfernt.